Eieiei. Ey! Dass die da durchschießen können, finde ich ein bisschen unfair. Hallo? Das ist unfair, Mann! Es ist unfair! Nicht fair! Wenn meine Sachen dadurch nicht schießen können, wie dann ihre? Ich muss das Tor... Und ich bin ja auch jedes Mal der, der das Tor dann erstmal wieder aufmachen muss. Und in der Zeit können die halt schon anfangen zu schießen. Es ist halt wirklich low. Und es sind halt auch so unfassbar viele. Es sind da wirklich so viele Schwestern. Oh. Mein mentaler Zustand ist wirklich... Ich tue mir nichts Gutes. Ich tue mir wirklich... Ich weiß nicht, was ich mir da antue, was ich mir dabei gedacht habe. Ich hätte es bei normal belassen sollen eigentlich. Weil wenn ich nur episch noch mache, dann ist es ja low, macht gar keinen Sinn. Aber legendär, Digga, das ist ja wirklich ein schmutziger Müll. Ja, der Monsterköder bringt mir hier einen Scheiß. Die gehen ja überhaupt nicht auf den. Geht doch einfach wieder weg. Ich kann da nicht reingehen. Ich kann da auch nicht reingehen. Weil dann bin ich ja auch Instant Death. Ich kann jetzt aber auch nicht mal mehr einen einzigen Schuss abgeben. Ich kann das Tor öffnen und muss dann direkt schon wieder losziehen, wenn ich nicht getroffen werden will. Weil die schießen schon, während ich das Tor noch aufmache. Alter Schwede. Warum habe ich nochmal gedacht, es wäre eine gute Idee, jetzt Titan Quest aufzunehmen? Ich weiß es tatsächlich selber nicht mehr. Vor jedem Bosskampf muss ich mich jetzt so krass fürchten, weil die alle so krass sind. Und man viele von denen einfach mit dem Monsterköder mit dieser Taktik überhaupt nicht holen kann. Digga, die können da durchschießen. Das ist wirklich der Hammer. Ja, die steht jetzt, die campt jetzt da. Was soll ich machen? Das ist ein Joke. Das ist ein Joke. Ich kann nichts tun. Die stellt sich auch immer so weit hinten ab. Da bringt sie mir halt auch wirklich überhaupt nichts. Alter, da links steht auch noch eine. Alter, es ist ein schwieriges Thema, ist es. Ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema ist das. Das wird noch eine Weile dauern, aber ich möchte es ungern schneiden. Na, nicht so wie in Ark, weil das hier soll eigentlich immer noch ein klassisches Let's Play bleiben. Aber es wird noch eine Weile dauern, spult einfach vor. Tut euch selber den Gefallen und spult einfach vor. Wenn ich es auch sonst nie wirklich empfehlen würde, im Titan Quest Let's Play vorzuspulen, weil es bisher auch nicht unbedingt notwendig war, hier würde ich eine Empfehlung rausgeben. Spult einfach vor. Es ist halt eine muchige Situation für mich. Es ist eine muchige... Ich kann eigentlich nichts tun. Eigentlich muss ich ausmachen. Eigentlich muss ich diesen Boss ohne Mass Boss besiegen, aber ich will einfach nicht. Weil wenn ich einen Boss ohne Mass Boss besiege, nicht weil er... Na, kann ich das als Bug zählen? Zählt das als Bug?
dass es mir halt nicht möglich ist, dieses Tor zu öffnen und den durchzuschreiten, ohne dass sie mich instant töten. Irgendwie ja schon, ne? Also wenn ich hier halt stuck bin und nun mal einfach auch faktisch gesehen nicht weiterkomme, dann werde ich, denke ich mal, Messboss ausschalten. Weil sonst komme ich nicht weiter. Es ist ja, ich kann ja diesen Raum, ich könnte, selbst wenn ich den Raum jetzt betreten wollen würde, würde ich wahrscheinlich, ich würde den Raum gar nicht betreten können. Das würde gar nicht funktionieren. Die campen halt hier jetzt. Die campen, das ist das Problem, sie campen hier. Du hast halt auch wirklich null Bewegungsraum hier, ne? Ich hab das Tor nicht. Okay, ne. Ich geb einen Scheiß drauf. Ich start's ohne Messboss. Das zähle ich jetzt als Bug, dass man da nicht reinkommt ohne... Also, dass sie das da abcampen. Dass sie da jetzt wirklich dann auch stehen bleiben, nachdem ich gestorben bin. Das ist wirklich ein Bug, ja. Also machen wir uns da jetzt mal nichts vor. Das ist wirklich tatsächlich auch ein Bug. Weil normalerweise, wenn du stirbst, dann bleiben die Bosse nicht da stehen, sondern die gehen wieder in ihren Ausgangspunkt zurück. Und wenn sie das tun würden... Dann hätte ich auch keine Probleme, das Tor da wieder aufzumachen und wenigstens mal immer 1-2 Schüsse pro Versuch zu setzen. Aber sie campen vor dem Tor und greifen mich halt schon an, während ich es aufmache. Und das soll halt, glaube ich, nicht so sein. Die sollen ja normalerweise auch gar nicht da stehen. Das ist halt, weil es so viele von denen sind. Aber wenn sie das machen, kann ich nichts tun, weil ich mich dann nicht, überhaupt nicht bewegen kann. Ich habe ja gar keine Möglichkeit, ihren Schüssen auszuweichen, weil das, weil dieser Gang, da kann man sich ja nicht nach links und rechts bewegen. Also ein ganz kleines bisschen, aber das reicht zum Ausweichen einfach nicht aus. Seht ihr, und weil die weiter hinten, weil das die sind, die weiter hinten gespawnt sind, weil es ja die ganz normalen bloß sind, gehen sie dementsprechend danach auch wieder zurück. Alter, wie kann ich mit so viel... Aber ich frage mich trotzdem, wie es sein kann, dass ich mit so viel Blutungsresistenz so krass aus dem Maul kriegt von ihren Attacken. Das sind Blutungsattacken, die sie benutzen. Und dass mich das... Also das ist ja wirklich insane. Also ich brauche ja... Ich brauche dann wahrscheinlich wirklich 100% Blutungswiderstand. Weil deren reiner Schaden beträgt wahrscheinlich irgendwie 10.000 oder so. Was weiß ich. Aber jetzt ist es halt nur noch eine. Jetzt kriegen wir es halt hin. Aber wenn sowas notwendig ist, das mache ich dann auch bei Hades oder beim untoten Typhon, weil ich muss ja beim untoten Typhon zum Beispiel, muss ich ja erstmal in den Raum reingehen, muss ihn beschwören. Gut, danach kann ich ihn immer noch baiten. Aber wenn es faktisch gesehen für mich nicht möglich ist, diesen Boss in einer so hohen Anzahl zu killen, weil er halt einfach irgendwie campt oder irgendwo an einem Ort ist, wo ich nichts machen kann, dann werde ich Messboss ausschalten. Und das ist dann, finde ich, auch fair. Ja, ich sag jetzt auch einfach mal nichts dazu, dass sie jetzt plötzlich ihren Angriff gewechselt und auf einmal eine One-Hit-Attacke dauerhaft spammen kann. Vorher haben sie ihre Kugel gemacht, die mich nicht gewone-hitted hat. Jetzt macht sie irgend so einen komischen Strahl, der mich... Also die macht den wirklich dauerhaft, diesen Strahl. Und jedes Mal würde der mich one-hitten, wenn er mich trifft. Also das hat nichts mehr mit Messboss zu tun, das ist schon wirklich ein bisschen unfair. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der durchschnittliche Verteidiger, der hier lang läuft, der durchschnittliche Nahkämpfer, der das Game ganz normal gespielt hat, dass der 100% Blutungswiderstand hat. Kann ich mir, um ehrlich zu sein, kaum wirklich vorstellen.
So, und jetzt geht ihr down, ihr verdammten, verdammten Schwestern. Was ist Daimos? Achso, ein Schild. Super. Gut, wir haben es geschafft, ey. Endlich. Du hast es. Das sie. Endlich habe ich. Du hast es geschafft, Kali. Gib mir den Trank. Hier ist dein Trank, Hel. 10 Stärke, 200 Leben ist echt nicht so viel. Nicht seit Perseus. Gut. Jetzt fehlt nur die unmögliche Aufgabe, da müssen wir zurück nach Rhodos und dir den Trank da geben. Arkane Formel, Ikone von Zeus gibt's dafür. Ich sehe Ja, ist ja schön, dass du das alles siehst. Ich muss mal einmal ganz kurz nochmal los. Und dann geht's ab in die Unterwelt. Da wird's bestimmt viel besser als auf der Oberwelt, ja. Freue ich mich auch schon tierisch drauf. Mein Sohn ist krank. Das ist Much und bringt mir nicht wirklich viel. Eieiei. Ach, was ist denn das? Das wollte ich jetzt natürlich nicht. An diesen schrecklichen Ort will ich niemals wieder zurückkehren. Hier kann mir alles gestohlen bleiben, ja. Deine Reise beginnt. Ich habe das Auge. Also ich bin noch nie so oft gestorben wie in dieser Aufnahmesession. Noch nie. In keinem Spiel. Und mit keinem Charakter. Weiß jetzt nicht, wie viele Parts ich jetzt daraus gemacht habe. Wahrscheinlich 2. Entweder 2 oder 3. Naja. Sie kamen schnell und mit großen Kräften. Gut, wir sind im Flüchtlingslager. Ach nee, wir sind dann auch gar nicht in der Unterwelt. Aber jetzt geht's langsam Richtung Unterwelt. So rum. Gut. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Einschalten. Wir sehen uns dann wieder. Also Leute, haut rein und tschö.